Intro. Diana fragt mich, was ist das Erste, was euch einfällt, wenn ihr den anderen seht? Ist eigentlich dasselbe wie bei jedem anderen, es sieht ungefähr so aus. Hast du Hunger? Okay. Leute, ihr müsst mir glauben, wenn ich euch sage, dass unser Alltag eigentlich nur aus Essen besteht. Die Charlie fragt mich, wie sieht eine Mischung aus dir und Melina aus? Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten ich mich in letzter Zeit fusioniert habe, aber... Na gut. So, warte. Ungefähr hier. Kill it with fire. Leute, ich weiß gar nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber ich stehe. Das klingt jetzt gar nicht so krass, aber... Sonst sitze ich volle Socke ja meistens immer in meinen Videos, aber so kann ich mich auf jeden Fall noch viel freier bewegen. Das ist einfach nur... Fresh! Die Cori fragt mich, was würde passieren, wenn ihr euch in dasselbe Mädchen verliebt? Leute, da passiert natürlich gar nichts. Ich kenne ja meinen nordkoreanischen Gefechtsgenossen John to the King. Denn nämlich nichts geht über eine wahre Freundschaft und kein Girl könnte uns auseinanderreißen, Leute. Glaubt mir einfach. I've been waiting for so long, girl, yeah, to be with you alone, girl, yeah, yeah. Bruder, das ist meine Traumfrau. Meine auch. Aber ey, Bros before Hoes, ja? Been a long day without you, my friend. Toller Freund. Die Sally fragt mich, wer von euch beiden ist der beste Pokémon-Trainer? Das ist meine Traumfrau. Ich fordere dich zum Kampf heraus. Randy Orton in a place we've never known. KO! It's Swagger! Da der John wahrscheinlich mit unfairen Mitteln kämpfen würde, so wie ich ihn kenne, würde ich mal sagen... Ich. Nein, Leute, kein Plan, aber bei allen Spielen, wo irgendwo Strategie erfordert ist, so wie bei Pokémon, macht dieser Junge mich immer fertig. Hier hast du deinen kleinen Pokal, John. Die Jasmo sagt... Okay, mir reicht, ich verlange sofort einen Tanz von euch beiden. Die Sally fragt mich, was war das Beschissenste, was ihr je zusammen gemacht habt? Aber glaubt mir, Leute, da gibt's noch viel, viel mehr. Denn mit dem John ist alles beschissen. Was? Diana fragt mich, hat einer den anderen schon mal so richtig verletzt? It's been a long day without... Stopp! Du kannst doch keine... Was habe ich nur getan? It's been a long... Leute, glaubt mir, es gibt nichts Witzigeres, als Fäuste aufzunehmen. Die Anna fragt mich, wie sehr mögt ihr euch von einer Skala von 0 bis 10? Hey John, von einer Skala von 1 bis 10, wie sehr magst du mich? Ich würde sagen 10. Und du? 0. Was? Fuck you. It's been a long day without you, my friend. Fuck you. It's been a long day. Was ist da schon wieder für eine Frage hier? Die Rabia fragt, was passiert, wenn ihr furzt? Ich gehe die Fragen an, ich check das schon. Nein, Leute, aber mal ehrlich, was soll jetzt anders passieren bei unseren Furzen? Hey, John, was machst du da? UPIA, Schweinebacke. Die Mara fragt mich, wer von euch kann den Vince schneller auf die Palme bringen? Hey, so beautiful. Oh, nice. Nice. Oh, 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 oh. Dude, John, lass mich rein. Ich hab mich beruhigt. Die Jazzy sagt, synchronisiert euch gegenseitig. Okay. Sex. Jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Was ich sagen wollte? Ich wollte über meinen Lümmel sprechen. Mein Lümmel ist so lang. Nein, eigentlich gar nicht. Der John ist ja gerade in Kassel. Ich will gar nicht wissen, wie der mich synchronisiert hat. Der kleine Piss. Die Anneke fragt mich, wenn ihr eure Körper zusammenstellt, was kommt dabei raus und welche Superkräfte habt ihr? Fusion. Ha!
Kämpfe! Digga, schau mal meine Wolke! Eline sagt, spielt uns mal vor, wie ihr euch kennengelernt habt. Leute, das ist wirklich eine unglaublich witzige Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, wie heißt du denn? Ich hab keinen Namen. Dann heißt du ab sofort Jürgen Oswald Obama Nana. Kurz John. Ja! Komm mit, kleiner John. Wohin? In eine Welt ohne Schlaf. In eine Welt mit viel Gleichgesinntem, aber auch viel Bösem. In einer Welt voller Affen, Bienen, Raupen und Babynators. In einer Welt, wo du mit Daumen bewertet wirst. YouTube. Ungefähr genauso war das nicht. Wenn ihr aber mal wirklich wissen wollt, wie diese beiden Idioten sich kennengelernt haben, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Libby fragt, könnt ihr mal euren Namen tanzen? Ja. Hey John! Hey, was? J-U-L-I-E-L, Julian Bam, that is my name. Hey Ju! Ja? Das kann ich auch! Zeig mal! J-O-O. Vicky fragt, habt ihr eine Freundin in Paris gefunden? Ich leider nicht, aber dafür der John. Meinen Segen habt ihr. Diana hat dieses Bild für uns gezeichnet. Hui! Sugoi! Ich hab auch ein Bild für dich gezeichnet. Die Lea fragt, ist der John gerade beim... Ich weiß es selber gerade nicht, deswegen schauen wir einfach doch mal. Was hast du gemacht? John? War der John gerade beim Scheißen? Warum hat er noch eine Socke an? Diese Fragen werden euch beantwortet in seinem Video. Das heißt, dieses Video ist im Prinzip noch gar nicht zu Ende. Den Link von John findet ihr unten in der ersten Zeile. Und nochmal vielen Dank an die beiden anderen, die mitgemacht haben. Auch deren Links sind unten in der Beschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst mir doch einfach ein Abo da. Und ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.